Hi, hier ist der Tim. Ich mache heute was zum ersten Mal, und zwar zum ersten Mal seit dem Windows Movie Maker. Ich mache ein Video auf Windows. Um mit unserem kleinen Film loszulegen, brauchen wir drei Sachen. Einmal das Rohmaterial, ein Videoschnittprogramm und ein Audioschnittprogramm. Damit ihr wisst, worum es geht, ich habe die letzten Tage diesen Gimbal-Stand gedreht und das Rohmaterial davon, das soll jetzt in einen Film verwandelt werden. Dafür nehme ich das Footage und übertrage es auf den PC. SD-Karte wurde erkannt. Wir haben jetzt eine Timeline offen, wir fügen mal die Videos hier ein, 17 Stück sind's. Es wird direkt gezeigt Video, Audio und er wird jetzt ein bisschen rödeln. In der sogenannten B-Roll seht ihr, dass ich mit dem Movie Editor 2022 angefangen habe. Als ich den aber heute gestartet habe, sagte er, hey, 2024 ist erschienen, möchtest du nicht upgraden? Und erfreulicherweise, und das gilt auch für die Zukunft, wenn zum Beispiel 2026 oder 2025 erscheint, ich konnte es rabattiert upgraden. Das heißt, ich habe nicht den vollen Preis von der Vollversion bezahlt. Wenn ihr den Videoeditor auch von Steam habt, könnt ihr vielleicht auch kostengünstig upgraden. Mit den eingefügten Videos kann es eigentlich losgehen. Ich persönlich mache das immer so, ich schneide das Video, dabei schreibe ich ein Skript. Das heißt, man wechselt die ganze Zeit von Video zu Skript. Wenn nämlich das Video schneide, merke ich immer mal wieder, okay, hier ist noch ein bisschen Platz, das füge ich noch hier hinzu und somit wird das Video ein bisschen länger als vielleicht am Anfang gedacht. Im vorliegenden Fall habe ich ungefähr eine Gesamtlänge von 4,5 Minuten. Mal schauen, wie das mit dem Audio aussieht. Für den Ton nehme ich immer mein Lieblings-Shure-Mikrofon und damit können wir auch direkt loslegen. Eben habe ich ja schon gesagt, die Videotimeline ungefähr 4,5 Minuten. Hier sieht das ein bisschen anders aus, 2,5 Minuten. Das heißt, ich werde im Video noch sehr viel wegschneiden müssen und damit legen wir jetzt los. Mein Video ist fertig, das heißt, ich kann das Projekt jetzt rausrendern. Wenn man das im Videoeditor 2024 macht, hat man verschiedene Optionen. Ich nehme die beste Qualität, dauert zwar ein bisschen länger, aber man hat auch das bessere Resultat. Klar, ich habe hier eher ein kompaktes Video gemacht, 2,5 Minuten, Full HD, das wird keine besonders große Datei werden. Die Zeit, wie lange das Video zum Exportieren braucht, ist gar kein schlechtes Stichwort. Ungefähr 23 Sekunden hat es gedauert, da war die Datei zum Anschauen bereit. Und wie gesagt, das war nur ein kleines Video. Aber wenn man mit dem Videoschnitt anfängt, wird man auch nicht direkt einen Blockbuster drehen. Außer man ist wirklich ein großes Talent. Mit dem Videoeditor 2024 bin ich sehr zufrieden. Für mich kommt das sehr nah an Final Cut ran, deswegen werde ich es hier auch weiterverwenden. 23 Sekunden, das Video ist fertig, das heißt, ich kann es jetzt hochladen. Damit ist auch dieses Video zu Ende, mit der Ausnahme, dass ich das natürlich jetzt auch noch schneiden darf. Ihr habt noch Fragen zum Videoeditor 2024? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.